Wir haben schon darüber nachgedacht, mal ohne Pyro oder so eine Show zu machen. Das wäre einfach schade, weil wer zum Konzert geht, der kennt ja die Musik schon meistens und kennt, hat schon die Lieder im Kopf, erkennt die wieder und freut sich. Und sich eine Stunde eine Band anzugucken, ist nicht schön, weil Musiker sind keine schönen Menschen. Und eigentlich, je besser sie Musiker sind, umso schlechter so sehen sie aus oder so. Und deshalb ist es einfach schade, wenn man sich nur hinstellt, wenn man in der Zeit auch was Schönes noch machen könnte und Pyro machen könnte. Deshalb macht uns das Spaß und wir wissen noch, dass den Leuten das gefällt, weil die haben wir zum Gucken und haben wir zum Freuen. Wieso sollten wir da nicht so viel Action reinpacken, so wie wir können? Feuer ist einfach das schönste Element, was es in der Musik gibt, weil das verbindet den Menschen physisch. Weil mir wird heiß, dem Publikum wird heiß. Man merkt, das ist echt, das ist verbindend und das ist wirklich heiß. Das ist nicht so ein bisschen warm, sondern es ist heiß. Und das ist so ein Gemeinschaftsgefühl, was man dann noch mit dem Publikum entwickelt, weil man erlebt gemeinsam eine Sache zusammen. Und das ist nicht durch einen Wasserfall zu ersetzen oder so. Beim ersten Konzert von Natur ist es so, als dass man denkt, ich sterbe, ich halte das überhaupt nicht aus, das kann nicht wahr sein. Wenn noch eine Zehntelsekunde länger brennt, bin ich tot. Aber später ist es dann so, wenn das Lied läuft und die Flammen kommen, dann brauche ich das auch. Dann gehört das einfach dazu, damit ich das so spielen kann. Dann wird das so ein Pavloscher Reflex und dann wird man so ein bisschen geil auch. Wir wollen Texte mit Inhalten machen, die uns interessieren und die unseren reflektierten Blick über bestimmte Sachen zeigen. Und ob man sich von unseren Texten provozieren lässt oder nicht, ist ja jedem so seine Sache. Insofern singen wir nur Texte mit Inhalten. Und wer sich davon provoziert fühlt, ist ja meist derjenige, der selber ein Problem damit hat oder selber da Dreck am Stecken hat oder so. Und insofern denke ich, wir sprechen gar keine Tabuthemen an, wir sprechen ganz normale Themen an. Und wenn die für manche Menschen tabu ist, dann weil die ein Problem damit haben und nicht wir. Nun, liebe Kinder, gebt fein Acht, ich bin die Stimme aus dem Kissen. Ich hab euch etwas mitgebracht, hab es aus meiner Brust gerissen, mit diesem Herz. Augenlider zu erpressen. Ich singe, bis der Tag erwacht, ein heller Schein am Firmament. Sie kommen zu euch in der Nacht, Dämonen, Geister, schwarze Feen. Sie kriechen aus dem Kellerschacht und werden unter euer Bettzeug sehen. Nun, liebe Kinder, geht fein Acht, ich bin die Stimme aus dem Kissen, ich hab euch etwas mitgebracht, ein heller Schein am Firmament. Los, mein Herz brennt. Sie warten, bis der Mond erwacht und
drücken sie in meine kalten Venen. Nun, liebe Kinder, gebt fein Acht. Ich bin die Stimme aus dem Kissen. Ich singe, bis der Tag erwacht. Ein heller Schein am Firmament. Mein Herz brennt. Mein Herz brennt. Mein Herz brennt, ja. Ah!
Das war Rammstein. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.